Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ungewohnte Umgebung. Ich bin hier aktuell bei meinem Bruder und wir haben uns überlegt, ich weiß nicht, wenn ihr meine Streams verfolgt habt, das vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir mal ein bisschen Parkour-Food ausprobieren. Und dafür hat mein Bruder hier ein paar Sachen gekauft. Ich habe dieses geile M&M gekauft und wir haben da also Bacon-Croutons, die dem Emilias nachkommen. Wir haben ein bisschen Kondensmilch. Ich glaube, die werden wir auch nie ausprobieren. Und wir haben noch eine coolen Kekse. Das werden wir, wie gesagt, alles ausprobieren. Auch das Bier wahrscheinlich. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Und es fehlt jetzt noch mein Bruder. Let's go. Sascha. Ja, moin, moin. Man muss dazu sagen, ich wollte das extra so, dass Stevie das Outfit vorher nicht sieht. Es lässt sich vielleicht so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das zurückgeht. Was perfekt ist. Das ist geil, ja. Outfit. Und diese John Candy dazu. Es fehlt quasi nur noch deine Sonnenbrille, die du aufhast. Also, du hattest ja ein paar Sachen gekauft. Zum Beispiel. Das hier, von dem ich ein bisschen Angst habe, wenn ich ehrlich bin, das ist gerösteter Knoblauch. Ja. Steht auch unten auf Deutsch drauf. Ja, das ist ein Ding in Russland. Ich hatte ja Ilja dabei, mein Arbeitskollegen, und der hat mir so ein bisschen die Gegebenheiten, wie die manche Dinge essen und so weiter. Unter anderem halt Bier und den gerösteten Knoblauch, aber auch getrockneten Fisch. Der hängt dann bei dem Bier mit aus, wie unserem Beef Jerky oder sowas, hängt da halt getrockneter Fisch. Dachte ich, ist nicht so unser Ding, wenn wir gerösteten Knoblauch mit. Das ist nämlich eine Sache, die werden wir später ausprobieren, weil das ist eklig, deswegen müssen wir uns das aufbewahren. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren mal die Bacon Croutons. Das sind Emilia quasi. Das ist Emilia. Emilia steht ja auch drauf, dass es Bacon ist. Ich habe das Emilia, das Original von Tag auf nicht gefunden. Ich blende euch jetzt mal beide ein. Riecht nach Bacon schon, oder? Das riecht eigentlich gar nicht mal so sehr nach Bacon. Das riecht so ein bisschen. Nee, stimmt. Ganz normale Chips-Tüte, würde ich sagen. Mal sehen. Close. Was hast du? Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, go on. Ja. Oh, hart. Ja, auch schon. Aber, das schmeckt mega gut. Und das schmeckt auch wirklich, kennst du diese Bacon Chips? So ein bisschen, nur die Konsistenz ist da deutlich geiler. Weil ich finde, dieses Harte ist viel besser, weil diese Bacon Chips, die sind da so ein bisschen weich und fluffig. Und das ist hart komprimiert. Der Bacon-Geschmack ist nicht so penetrant. Hier ist auch noch eine, im Hinten raus, gibt es noch so eine Süße. Ich muss da nochmal was von essen. Ein bisschen Zwieback mit dem Bacon-Geschmack zusammen, einfach. Ja, das ist schon mal sehr, sehr geil. So. Kann ich nur empfehlen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu diesem Schätzchen hier. Das hier ist das Original NRE auf Tarkov. Die, die es wissen, ihr wisst, hier steht Menü 18 drauf auf Tarkov. In Wahrheit ist aber Menü 8 Meatballs in Marinara-Soße. Das seht ihr auch aus der Verpackung. Ich blende die beiden Sachen jetzt mal nebeneinander ein, dann seht ihr das. Das muss ja irgendwie, wenn du jetzt unterwegs bist, muss das ja theoretisch, brauchst du ja keine Schere. Ja, du kannst ja keine Schere aus dem Rucksack bringen. Ja gut, aber die Amerikaner, die haben bestimmt überall ein Messer im Rucksack. Vielleicht ist da das Messer drin. Oha. Also ihr seht, das ist alles relativ komprimiert zusammengefasst. Gucken wir einfach mal. Eine Tüte, das ist klassisch amerikanisch, das gefällt mir. Also du hast das vorher auch noch nicht gesehen, ne? Nee, ich habe vorher noch nichts gesehen. Ich habe nur mal so halt ja, geschaut, was es da unterschiedlich gibt. Es gibt über 50, 60 unterschiedliche Gerichte, da ist auch alles dabei. Also richtig nice, die MREs, da ist Veganes dabei. Viele vegetarische Gerichte, mexikanische Gerichte. Die haben quasi für jede Nation ein eigenes Gericht. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Ah, okay, das kannst du dir quasi Wasser reinmachen. Das ist hier. Ich verstehe es gerade noch nicht, aber ich glaube, damit machst du Wasser warm. Damit machst du Wasser warm? Also hiermit, ja. Ich zeige jetzt mal ganz kurz in die Kamera, oder? Bin ich dumm? Ich bin wahrscheinlich dumm einfach, oder? Wir haben den Beefstick Teriyaki Flavor. Okay, also das wird wahrscheinlich halt so Beefy-mäßig sein. Orange Juice-mäßig, denke ich mal. Außer das soll Fanta sein, aber das würde keinen Sinn machen, weil da keine Kohlensäure drin ist, obviously. Italian Breadsticks. Okay, das finde ich interessant. Ich mache es einfach mal auf. Es ist sehr, sehr weich. Danke. Man riecht so ein bisschen. Es riecht halt nach italienischen Gewürzen. Ja. Oregano. Oregano, ja. Safe. Leichte Süße. Ja. Oh, und jetzt kommen die Gewürze hinten raus. Wie als wenn du in so eine Pizza beißt, aber die nicht ganz durchgebacken ist. In so eine Pizza mit Mozzarella, Oregano und so weiter drauf, aber die nicht ganz durchgebacken ist. Ja, stimmt, das schmeckt auch, das ist auch sehr, sehr weich, ne? Also, ich dachte eigentlich, ich dachte zuerst, es wäre arschtrocken, aber das ist gar nicht so trocken. Das ist relativ, relativ feucht. Das schmeckt tatsächlich gar nicht so, dann würde ich mir auf der Couch, würde ich mir das geben. Okay, das ist Cheese mit Jalapeno. Ach so. Ich glaube, wir brauchen ja nochmal wahrscheinlich... Das stellt man sich wahrscheinlich nachher zusammen, wie dieses... So ist.
Die haben einen Cookie drin. Das ist geil. Da bin ich, auf den bin ich fast am meisten gespannt. Das ist Orange, das ist einfach nur was zu trinken halt. Füllst du das denn auch da rein? Oder wo trinkst du das dann raus? Aus der Tüte. Okay. Also wir füllen das wahrscheinlich wie normale Menschen in ein Glas rein. Wie viel denn? 12%. Das riecht so nach. Erinnere mich ein bisschen an diese Tabletten. Boah, aus der Apotheke. Diese Magnesium-Tabletten oder so? Ja, diese Vitamintabletten, die sich im Glas auflösen. Ja, genau. So riecht das. 1:1. Und jetzt rühren wir den Salat hier drin um. Da war einfach nur so ein Pulver drin. Eigentlich soll man das umfalten und dann schütteln. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich Angst habe, dass es auch reicht. Würde ich sagen. Schmeckt der gut? Nice. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie das schmeckt. Wie als wenn du so eine Tablette halt auflöst. Ja. Okay, komm. Taste-Test. Ich weiß nicht, ich habe diese Vitamintabletten noch nie. Doch, kommt schon nah ran. Das ist ja auch nicht so süß. Schmeckt wie so eine Sprite, eine Fanta ohne Kohlensäure. Nur noch mit diesem Nachgeschmack. Vielleicht auch so ein bisschen für die Leute, die Gatorade kennen, Gatorade in eklig. Gatorade ist ein super geiles Produkt. Powerade, Orange, das hat auch ähnlich geschmeckt, oder? Ja, Powerade. Man kennt nur das blaue Powerade, oder? Ja. Also obviously kennt man nur das blaue Powerade. 2 hours later. Also nachdem wir das jetzt gerade alles ein bisschen studiert haben, wissen wir jetzt ungefähr wie es geht. Also das ist wirklich so, wie ich vermutet habe, darum machst du was warm. Dann machen wir dann gleich unsere Meatballs. Und das ist dann noch unser Nachtisch, Blueberry Cover. Wir hätten übrigens das hier vorhin verwenden können, einfach um zu wissen, wie viel Wasser wir benutzen. Das ist aber ein bisschen dumm. Aber so ist es halt. Man lernt ja schließlich dazu. Also, wir fangen an. Eigentlich ganz easy. Das ist ein kleines Tutorial-Video jetzt. Wir machen das hier auf. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Dann tun wir den Klüver hier rein. Dann füllen wir Wasser rein bis zu diesem Apfel. Stopp. Naja. Das wird zu viel. Yes. Guck. Ja, komm, wir füllen das Putzen zurück. Das Klüver. Ah, das ist oh, super blöd. Okay, das ist so. Alter, das ist warm. Oh. So schnell reagiert das? Ist da eine E schon drin? Ja, das ist übel heiß. Das ist übel heiß. Okay. Jetzt tun wir das hier rein. Achso, und den denn? Und so bleibt das jetzt kurz stehen. Das ist übel warm. Also wie schnell das auch ging. Alter, super. Wie hat er mich erschreckt? Okay. Das stinkt auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Das stinkt halt so nach warm Plastik. Also das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur so ein Minzdinger zum danach, damit du wieder... Oder sind das Painkillers? Weiß ich jetzt nicht. Alter, hör mal. Hört man das? Krass, okay. Freeze-dried coffee. Oh, das müssen wir nochmal ausprobieren. Während unser Essen noch warm wird, probieren wir mal dieses Würstchen hier. Auf jeden Fall. Du bist aber ein kleines Würstchen. Das höre ich öfters. Okay. Stinkt. Ja, das sind doch Gase, die du nicht anatmen willst. Okay, also lecker sieht das hier nicht aus. Das sieht aus wie Presswurst. Nee, ich würde sagen, das ist 1:1 ein Beefy. Ja, das Ding ist halt, guck mal, die hat quasi, sieht man das? Die hat quasi kein Ende. Also das ist wahrscheinlich einfach nur eine ganz lange Wurst, die einfach immer nach 10 also cm. Hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Okay. Brutales Zeug. Bisschen wie Nacho. Aber, Scharf? Bisschen scharf ist das schon. Ach. Wie sollen das denn Truppen im Krieg aufbekommen haben? Achso, du probierst es gerade. Ja, es riecht echt ein bisschen Beefy-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Käse zerfassen soll. Das Ding ist, wie ist unser Maßstab? Für, wenn wir leben in der Lage? Gut. Ja. Für den privaten Gebrauch? Nicht so gut. Ja, also ich probiere es erstmal so. Ja, das werde ich auch machen. Ist gut. Süße. Ist durch. Also diese Süßigkeit durchzieht sich ja bisher durch alle Produkte, außer bei dem Käse. Aber das ist gut. Muss ich auch sagen, schmeckt mir besser als ein Beefy. Ja, ist nicht so trocken wie eine Beefy, ist noch schön saftig. Aber du hast recht, ja. Ja, die ist noch richtig, richtig saftig. War das so fürs Brot, ne? Achso. Ja, ich bin eine große Bank für die Wurst. Und die hat aber auch nicht dieses, man kennt das ja von der Beefy, dieses Muffige, das hat die halt auch absolut nicht. Die schmeckt einfach nur saftig, würde ich jetzt auch nicht eins, könnte auch eine vegane Wurst sein. Würde ich jetzt nicht 1:1 mit Fleisch verbinden. Nee, ich denke mal, mit Jagdwurst kann man es ganz gut vergleichen. Also die Leute, die Jagdwurst kennen, würde ich sagen, ist ein guter Vergleich. Mhm. Gut. Hat das, ja. Also, Leute, ich muss sagen, von MRE, kein Wunder, dass es 80 Essenspunkte bringt. Auch zusammen, dieses Zusammenspiel, finde ich. Erstmal deinen Hotrod reinzünden. Oh Mann, ey. Ja, du, die kannst du tauschen, bei Jäger. Ich glaube, unser Essen ist fertig. Also, das ist auf jeden Fall nicht mehr so warm wie am Anfang. Warte, ich guck das. Oh doch, es ist ordentlich warm. Fass mal auf der anderen Seite an. Ja, gut, deine zartseidigen Frauenhände. Ich habe nicht so eine Oma-Hände wie du, Alter. Die können Backblech bei 180 Grad aus dem Ofen. Nee, das kann ich auch nicht, das können wir daneben.
ohne Probleme. Okay, das ist eben warm. Also ich finde das alles, ziemlich lecker, weil das sehr, sehr stark würzig ist. Von der Bundeswehr, dem EPA, dem sagt man ja nach, dass das alles wie so ein Einheitsbrei alles schmeckt. Ob die Warmspeise weiß ich natürlich noch nicht, aber bisher diese trockene Gedöns. Meatballs in Marinara. Dann versuchen wir das dann immer mal halbwegs gut rauszubekommen. Alter, das ist super, das ist so nicht so. Boah. Mmh. Ui. Ui. Memo, schau mal. Mmh. Ich will mal kurz die Sauce zu nehmen. Ja. Stößchen. Ich weiß gerade, warum das Salz dazu bei ist. Sag was, wie findest du es? Geschmacklich gehe ich gleich drauf ein. Die Konsistenz der Meatballs ist okay. Also ja, die Meatballs habe ich jetzt noch nicht probiert. Achso, hast du noch nicht probiert. Okay. Ich habe jetzt gerade nur die Sauce. Ich muss sagen, die Sauce etwas geschmacklos. Also ist nicht so. Also wenn man das zu dem anderen vergleicht, ja, ist es nicht so kräftig. Es hat deutlich weniger Würze, wahrscheinlich mit so einem Brot, das ist wahrscheinlich nochmal richtig geil. Aber die Sauce an sich, unspektakulär. Ich meine, das muss ja vielen Leuten schmecken. Also das, weißt du, für viele Leute haben ja ein anderes Empfinden, was jetzt Würze angeht. Das ist korrekt. Und deswegen muss es ja auch allen Leuten passen irgendwie. Ich muss sagen, man sieht auf jeden Fall hier drin eine Textur von der Marinara. Hier sind wahrscheinlich Tomatenstückchen drin, ein paar Zwiebelstücken und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch Oregano da drin sein. Also, dass es halt nicht alles nur klein gehäckselt ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde absolut, dass das Brot da drin gedippt werden will. Ja. Das möchte oder zusammengegessen werden will. Also das Brot ist prädestiniert dafür, dass man diese Mahlzeit zu sich nimmt. Ich werde jetzt nochmal die Fleisch-Meatballs probieren. Ja, ich finde es spektakulär. Also Konsistenz ist gut, wie man es halt kennt, ne? Aber auch irgendwie geschmacklich. Ich weiß nicht, irgend so ein Nebengeschmack ist dabei, der mich ein bisschen irritiert. Also ich finde es gut, auch wenn es jetzt nicht so stark gewürzt ist, kann man sich ja noch nachwürzen. Aber viel wichtiger ist, bei Hackfleisch ist immer so ein Ding, Kettenknorpel. Was würdest du sagen, ist die Gefahr groß in diesen kleinen Meatballs, dass man auf etwas Knochen trifft oder irgendwas? Ich glaube, das ist so zerkleinert, dass du sagst, okay, nee. Ich glaube, da ist auch wahrscheinlich ein bisschen viel auch Knorpel drin und so und das ist halt einfach alles so zerkleinert worden. Es sind halt auch super kleine Meatballs, muss man ja mal dazu sagen, ist ja auch in Ordnung. Dafür sind es viele Meatballs, aber ich glaube, da triffst du nichts Knorpeliges. Ich glaube, das ist alles so, es ist ja schon relativ weich. Wenn du jetzt mal normales, wenn du jetzt mal Hackfleisch nimmst und das halt, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen härter. Und das ist schon sehr, sehr weich, also ich denke mal, das ist sehr gut durchgehäckselt. Gibt mir so ein bisschen Kantinen-Vibes irgendwie. Ja, also ich würde auch sagen, Kippen, Knorpel läuft gegen 0%. Also ich hatte noch keinen, der war jetzt eklig war. Das ist irgend so ein Beigeschmack. Irgendein Gewürz ist da, glaube ich, drin, was ich jetzt nicht ultra feier. Ne, ich mag das schon gerne. Also wir sind fast durch. Bisheriges Highlight, dieses kleine italienische Brot mit dem Jalapeno Dip. Wirklich, das ist richtig geil. Die Meatballs waren auch ganz gut. Jetzt probieren wir mal hier unseren Cookie. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der tastet. Was kann man von so einem Tüten-Cookie erwarten? Also ich wurde ja auch schon vom Gegenteil überzeugt. Ich dachte, das ist halt auch alles staubtrocken, was da drin ist. Ja, das hat sich das auch Brot war nicht trocken, die Wurst war nicht trocken. Also komischerweise. Ich hoffe, ich werde vom Cookie nicht enttäuscht. So, holen wir den Bösewicht mal drauf. Oh, das ist hier. Boah, guck dir das mal an. Machen wir mal ganz kurz einen ganz nahen Shot. Denn oh, der ist relativ hart. Also der Cookie sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also die Schokoladencreme, das schmeckt übel wie Nutella. Und da ist jetzt noch so eine Cherry Blueberry Soße. Das sieht ein bisschen weird aus. Ja, tatsächlich sieht das ein bisschen weird aus. Ich probiere auf jeden Fall so ein bisschen von dem Keks. Alter, der ist gut. Der ist wirklich gut. Ja, nicht zu süß, aber auch nicht zu fad. Der ist halt komplett durchgebacken. Ich mag gerne diese Half-Baked-Pizza, aber der würde mir auch schmecken. Also, den könnte ich mir auch auf dem Sofa vorstellen. Ich finde das ein bisschen eklig, aber ich muss... Ja, ich muss auch einen Tipp jetzt machen. Was ist das? Ist das so puddingmäßig oder was? Ja. Grieß. Das ist Grießbein. Aber ist nicht schlecht. Ich muss sagen, der Cookie ist wirklich ein Highlight. Also, der hat den Namen sich sehr wirklich verdient. Ihr habt mir was vorbereitet. Ich habe mir fast schon was von verköstigt. Ja. Überzeugt dich mal selbst. Also, diese Kirsche, das soll ja Kirsche auch sein, schmeckt sehr, sehr chemisch. Und der... Ja, weiß ich nicht, der Keks. Also das ist halt ziemlich matschig, aber das wird vielleicht auch nicht anders gehen, weil das halt da drin ist. Also ich feiere das, ich mag das sehr gerne. Aber ja, es ist wirklich nicht schlecht. Also geschmacklich gesehen ist das Dessert, sind die beiden Desserts wirklich sehr, sehr geil. Ja. Lass uns den Keks genau. Okay, wir probieren mal den Keks. Das ist jetzt, glaube ich, normal Sahne-Geschmack, so wie man es kennt. Sahne-Geschmack. Es gibt auch noch mit Karamell, aber das kennt jedes russische Kind. Kennt dieses Produkt und liebt es. Ja, das riecht original wie Butterkekse. Also yeah. Bleibt jetzt Butterkekse. Ja, safe.
Schmeckt auch so. Also ich würde da keinen Unterschied, glaube ich, zu Leibniz-Butterkeksen schmecken. Aber ich finde die Leibniz süßer, oder? Aber runtergebrochen, das ist ein Butterkeks. Und jetzt, die sagenumwobene Ajonka. Ich finde, also das muss ich wirklich sagen, diese Verpackung, die sieht so geil aus. 200 Gramm Tafel, sieht man hier unten auch ganz gut. 200R, aber die Verpackung wirklich sehr, sehr geil. Hätte ich mir kaum geiler vorstellen können. Mir hat ein Kollege mitgebracht. Ist eine Riesentafel Schokolade. Ist eine Riesentafel Schokolade. Ich bin mal gespannt. Das riecht sehr kakaoig. Also es riecht deutlich kakaoiger als so deutsche Standardschokoladen, die man kennt. Ich find's geil. Ich weiß nicht. Es schmeckt deutlich kakaoiger. Schmeckt so ein bisschen wie, hast du als Kind auch ab und zu einen Löffel Kakaopulver einfach in den Mund geschoben? Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Es schmeckt auf jeden Fall wie dieses Kakaopulver, was man da mit Milch und so. So ein bisschen schmeckt das. In der Kombi mit der Weihnachtsschokolade aus dem Adventskalender. Die schmeckt tatsächlich da nicht raus. Nee. Und dann diese billige Weihnachtsschokolade. Die man aber trotzdem feiert. Aber ich bin bei dir, diese kakaoig. Mm. Nimm das raus, wie viel Kakaoanteil die Schokolade hat. Kakao, 35% mindestens. Jetzt müsst ihr mal vergleichen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Blende ich was ein von der normalen deutschen Schokolade, sag ich mal. Blende ich mal was ein, wie das im Vergleich ist. Gut. Ja, das ist doch prädestiniert dafür. Ah ja, stimmt. Aber wollen wir das im Kalt holen? Achso, im Kalt ist da? Ja. Ja, wusste ich ja. Das Baltica Premium Exportlager mit 5,4%. Ich finde den Verschluss interessant. Ah, oha, Mascha. Sieht man das? Man kann das hier so abziehen und dann zieht sich das hier so hoch und dann habe ich es verkackt. Habe ich es verkackt? Ich habe es verkackt, oder? Oha, okay, feier ich irgendwie. Kann man auch wieder so ein bisschen rauftrinken? Kann man nicht. Übrigens, bei der Gelegenheit kann ich unseren heutigen Werbepartner Captain Morgan begrüßen. Oh, Sprudel ist auch drin. Das ist ja immer das, was bei nicht-deutschen Bieren, finde ich, zu kurz kommt, der Sprudel. Das hat halt auch 5,4 Umdrehungen. Es gibt, da steht ja, was steht bei uns drauf? Eine 7. Und die gibt es auch in 3, 5, 7 und 9, glaube ich. Das ist so die Alkoholstufen. Ah, okay. Da gibt es so ein P-Lager und so weiter und wieder. Okay, also ich finde, geruchmäßig, es riecht halt nach Bier, aber es riecht nach, kennst du 5-0er? Das Oettinger? Ich finde, das riecht nach Oettinger. Keine Ahnung, warum. Ja, ich kenn das. Ja, das hat auch einen guten Grund, aber auf Festivals, mein Gott, ne? Oettinger so. Doch, ich glaube, Betty. Nach dem Betty. Oh. Ja. Also ich sag mal so, wenn es das letzte Bier auf der Welt ist, ist okay. Ja, nee, haut mich jetzt nicht um. Aber so holt mich das jetzt nicht. Danke, ihr ja für nichts. Ich war mal ein Wochenende in der Ukraine und habe auch alle Biere probiert, die es da so in dem Laden gab. Und da war kaum eins dabei, was du wirklich sagst, boah, geil. Backweise? Das trinkt man doch auch, oder? Trinkt man auch, klar. Aber wir haben jetzt halt landestypisch ukrainisches Bier getrunken. Haut mich jetzt auch nicht um. Also wirklich das letzte Bier auf der Welt, ja. Aber ich kann diesen Geschmack auch so schlecht beschreiben. So Bier trinke ich auch relativ selten. Das ist halt null, das Bier ist halt null vollmundig, aber auch nicht bitter. Stellt euch einfach vor, Wasser mit Binden. Also auch kein Kölsch, ohne jetzt die ganzen Kölsch-Lieder dazu. Ist halt Wasser mit ein bisschen Biergeschmack. Also auf jeden Fall ein bisschen schlechter als die Knoblauch. Wir probieren jetzt noch unseren gerösteten Knoblauch. Jetzt sind wir auch langsam gut gesättigt, tatsächlich. Ja. Aber wir haben uns auch einfach komplett durchgefressen. Du bist ja so ein bisschen skeptisch. Ich hatte ja voll Bock drauf. Ich bin ja aber nicht so der Knoblauch, also so viel Knoblauch, weißt du? Also stellt euch das jetzt noch so vor, das ist jetzt hier kein... Naja, das ist jetzt kein purer Knoblauch. Das sind Croutons. Genau. Wie auch die ersten, die wir probiert haben, mit Knoblauchgeschmack. Einfach, aber ich weiß ja nicht, wenn der Knoblauchgeschmack zu sehr ist, dann mag ich das eigentlich. Da ist nichts anderes drin außer Knoblauch, würde ich sagen. Weil du hast ja bei Knoblauch Gewürz, hast du ja noch irgendwie vielleicht bei anderen Sachen Salz oder irgendwelche anderen Gewürze. Das ist only Knoblauch. Ja, wenn ihr mal keinen Besuch haben wollt, empfehle ich euch das. Der schmeckt wirklich ausschließlich nach Knoblauch. Aber du musst es mit dem Bier zusammen. Na, weiß ich jetzt nicht, Digga, ob da so der Wald ist, ey. Da würde ich natürlich auch lieber zu den Illegia Bacon greifen. Oh, mit Bier zusammen, das ist ja auch super widerlich. Also, natürlich nichts gegen die Leute, die das feiern, aber... Oh,
Diesen Kontrast, ohne Scheiß, die sind wirklich geil. Probieren wir noch mal kurz den Kaffee. Ich habe jetzt gerade noch mal gesagt, dieses Brot ist auch echt eigentlich ein Highlight. Das muss auch wahrscheinlich ein Highlight für die Amerikaner, weil die kennen ja sonst so Toastbrot. Und das ist gegen Toastbrot echt eigentlich ganz gut. Das ist einfach nur löslich mit Kaffee. Ja, ist korrekt. Okay, ich trinke gerne löslichen Kaffee. Wenn ich ehrlich, scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Wie viel Wasser kommt denn da rein? Aber voll im Lachs, oder? Du trinkst auch keine Milch dazu, ne? Nee. Diese Milch haben wir gar nicht, ne? Doch, Milchpulver. Mhm. Mach mal halb voll. Ich trinke dann mal einen Schluck und dann machen wir Milchpulver für dich rein. Das ist echt krass, dieses. Diese Wärmebeutel, Eier. Ich habe das mal gesehen auf dem Festival und der eine hat sich auch Bundeswehressen mitgenommen und der hat sich halt auch nebenbei halt sein Essen so gemacht. Mit so Wärmebeuteln und so weiter. Da konnte er irgendwas knicken und dann wurde das warm. Okay. Das war alles in diesem Beutel schon drin. Ja, ich meine, das ist halt mega praktisch so, ne? Brauchst du einfach bloß gerade jetzt die holen. Gut, dann köstige mal diese Ambrosia, den löslichen Kaffee. Ja. Ist okay. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah. Diese Blende ist so viel Wasser reingemacht. Ich hab's ja gerne. Ja, aber, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt Wasser mit Kaffeearoma. Aber das Ding ist, wir haben die Tasse. Die Tasse? Wir haben die Tasse halb voll. Wie wenig willst du denn da reinmachen? Lass uns mal das Milchpulver da reinballern und den Zucker. Läuft genau. Zucker. Haben wir gar keinen Zucker? Doch, wir haben Zero Calorie Sweet. Ach, ja, hier die Dingstabletten. Ein bisschen aus wie ein anderes weißes Pulver. Das ist Salz? Das ist Salz. Farblich gesehen kann man noch nicht sagen. Ey, schmeckt nicht schlecht mit Milch und Zucker. Sag ich ehrlich, ich trinke normalerweise nur Kaffee schwarz, aber das finde ich nicht schlecht. Kann man trinken? Ey. Ja, absolut. Ganz ehrlich, bevor ich auf Kaffee verzichte, lieber das. Das ist also eine gute Alternative. Ja, bevor ich sage, ich kann auf dem Feld keinen Kaffee trinken, trinke ich lieber das. Wäre auch geil, wenn er einfach bei Tarkov so eine Tasse. Ja, nebenbei rechts hier die M4 und links dann. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn du das alles jetzt alleine gegessen hättest, ich glaube, dann wärst du schon gut satt. Also so ein MRE, doch, ich denke schon, dass du gut satt machst. Mich würde interessieren, wie viel Kalorien das jetzt insgesamt hat. Vielleicht finde ich das nochmal, dann blende ich es nochmal ein. Aber das wird ja schon seine 800 mindestens. Aber das ist ja so ein Pack, ist ja nicht eine Mahlzeit. So ein Pack, was du innerhalb 24 Stunden verzehrst, oder? Oder ist das für eine. So ein Pack, so ein MRE ist doch, oder so eine EPA ist doch für 24 Stunden. Das ist, glaube ich, für 24 Stunden. Ja. Wahrscheinlich, okay, warte mal. Morgens wahrscheinlich Kaffee, aber da muss es ja viel mehr Kalorien sein. Das ist ja nicht ein bisschen wenig, weil du hast das ist den Hauptgang, die Meatballs. Als Nachspeise vielleicht noch ein Keks. Morgens ziehst du dir den Gerichtsbrei und den Kaffee rein. Aber da fehlt doch noch ein bisschen was. Wenn du die ganze Zeit überlegst immer, ja gut, du hast das noch als Snack vielleicht. Ja. Aber wenn du ach, scheiße. Das ist für den ganzen Tag ist es ein bisschen wenig. Achso, ich hab die falsche Nachricht. Ich hab's vergessen. Gut, noch ein Stück Kaffee, noch ein Keks. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Wenn wir sowas mal wieder machen wollen, dann schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare, was wir noch ausprobieren sollen. Ich hatte mal überlegt, man probiert so einen MRE mit Iskra-Vergleich. Die westlichen Kräfte gegen die östlichen Kräfte und dann let's go, liebe Nato. Wenn ihr sonst noch Vorschläge habt, was wir mal probieren sollen, ob es die Sporten sind oder sonstigen Kram, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.